die Herangehensweise von der Gruppierung an die Mas'ala von ob dieser eine Führer oder eine, was weiß ich was, Islam konform ist oder Islam nicht konform. Was das beweist wieder, dass diese Gruppierung falsch sind, das erste Merkmal, den du sofort siehst, dass die strittig untereinander sind. Das hatte ich euch auch immer gesagt, Ahl Bid'ah, siehst du sie, dass sie drehen sich über auch die Jahrhunderte. Deren Ulama siehst du über die Jahrhunderte, außer ganz wenig von denen, die Allah Ta'ala verschont hat. Die gehen die Kurve so. Manhaj von Salaf al-Salih, das, was die heute sagen, haben die vor 1300 Jahren gesagt. 1:1. Gehen nicht davon einen Millimeter ab. Außer, wenn das eine Tat ist, die erneuert durch die, das Leben heute existiert und die muss in Ijtihad machen. Das ist komplett was anderes. Und da hast du keinen Kern, wo du Angleichung machen kannst bei den Sahaba oder der Salaf al-Salih. Ja? Denn du musst nur ihre Regeln nehmen und dann damit arbeiten. Erste Sache, warum nicht Gruppierung? Ja, weil viele Leute, die auch bei uns sind und auch mit uns mal sitzen und was weiß ich was, auch immer noch mit einem Auge schielen zu Jama'at so und so. Egal, jetzt welche Jama'at und Namen. Ja, wir hatten so einen Fall, ne, unterwegs, als wir unterwegs waren, und es kam eine Diskussion mit einem Bruder über diese Mas'ala. Und dieser Bruder ist bei mir schon seit Jahren. Von Anfang an schon von Islamic Center bei mir. Dann wundere ich mich, wie er die Sachen bewertet, weiß ich meine. Und ich überlege, 6 Jahre lang saßt du hier und dann kommst du mit so einer Meinung jetzt am Ende. Dass er letzten Endes Gruppierung nicht irgendwie schädlich sieht oder findet. Und sogar unter dieser Gruppierung gibt es manche, die eigentlich akzeptabel sind und mit denen auch dann irgendwie zu bekehren ist. Ich war erschrocken. Hier geht es nicht darum, dass Gruppierungen entstehen und wir bewerten, wer gut und wer schlecht ist, wer gut lassen wir und wer schlecht radieren wir. Darum geht es gar nicht. Hier geht es, der Islam prinzipiell lässt sowas zu oder nicht. Weil wenn das zugelassen ist, das heißt, es gibt keine Schaden, die daraus entstehen können. Alles, was halal ist, könnte Schaden daraus entstehen, außer wenn du Israf machst, das ist anders. Wenn du du kannst zu viel essen, bis du zusammensackst. Kannst du auch, bis dich schlecht ist. Auf deinem Rücken liegst, kannst nicht atmen. Ja, das kannst du. Aber letzten Endes, allgemein halal, wenn Allah alles gestattet hat, dann heißt, oder wenn Islam es gestattet hat, heißt, dass von deren Seite, von dieser Seite, solange du mittig bleibst, kann kein Schaden entstehen. Geht nicht. Ja? Und wenn Haram ist, dann heißt, egal wie, es läuft 99% gerade und gut, aber kommt in die letzte eine oder in der Mitte oder und knickt für 1% ein. Allah Ta'ala, als er Alkohol und Qumar, Glücksspiele verboten hat. Was hat Allah Ta'ala gesagt? In denen sind viele Vorteile. Guck mal, wie Allah Ta'ala die Sache uns denn erklärt hat, wie das geht. Es geht nicht darum, dass deren vier Vorteile mehr als deren Nachteile. Nein, darum geht es nicht. Sondern der Weg, den du damit gehen würdest, am Ende ist ein verlierender Weg. Ja? Über Allah subhanahu wa ta'ala, die Sache ist auch nicht bei uns als Muslime zu überlegen, ja, diese Jama'a ist gut, die macht zu 98% gut, ja, was ist mit den 2%? Und jetzt, die 2% sind in Masail von Aqaid.
wo wir differenzieren uns komplett, einstimmig. Aber hier geht es nicht darum, dass was du oder ich als Bewerter oder als von außen Betrachter, diese Jamaat sind gut, die sind besser, die sind okay, die sind weniger. Darum geht es nicht. Es geht darum, ist es gestattet von denen aus oder ist nicht gestattet? Jetzt müssen wir überlegen, ist das Prinzip, wo Vorteile sind, unbedingt, dass das dadurch legitimiert wird, oder gibt es auch Sachen, wo Allah Ta'ala gesagt hat, Vorteile ohne Ende drin, aber hat das am Ende trotzdem verboten? Allahs Weg ist so, dass manche Fehler, da wo die liegen, die sind so gravierend, dass das Ganze, auch wenn das 98% gut ist, verboten wird. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Es ist nicht gleichgestellt, wenn du ein Khata, einen Fehler machst, in Aqaid oder in Fiqh. Stimmt? Ja? Egal was für Fiqh, in Fiqh, wenn du einen Fehler gemacht hast, egal wie lange dieser Fehler ist, du bleibst im Rahmen des Islams. Ja? Weil Fiqh, wir wissen ja, das ist alles ja eigentlich an sich letzten Endes Interpretationen die von ganz normalen Menschen auch. Letzten Endes, natürlich ihre Stufe als Ulama ist natürlich anders, aber die sind auch ganz normale Menschen, die auch Fehler machen können und richtig liegen können und daneben liegen können und so weiter und so. Und wer Fiqh gelesen hat, sieht das schon. Unter die Ulama selbst. Ja? Aber hier geht es nicht darum, wo du einen Fehler machst, sondern was für einen Fehler du machst, sondern wo, in welchem Bereich du die Fehler machst. Wie bei Alkohol ganz genau. Dass der Bereich, wo der Fall ist, ist sehr, 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 sehr gravierend. Dass wenn der einfällt, ne, wenn man im Suff ist, man kann töten, man kann. Ja, ihr kennt ja die Geschichte von den einen, von Bani Israel damals, der am Ende Alkohol getrunken hat und die Frau mit Zina gemacht hat und das Kind getötet hat. Hat angefangen mit was? Alkohol. Deswegen Allah Ta'ala sagt, nein, es wird kein Alkohol getrunken. Vorteile, wie wir hören, und tatsächlich, und es ist so. Aber es ist trotzdem Islam verboten. Auch ein Schluck. Die Masala geht es nicht darum, dass ich gestatte Gruppierungen im Islam, weil die Gutes für den Islam tun, auch wenn die so das eine oder andere Fehler haben. Nein. Nicht auch, wenn die das ein. Nein. Dann lasse ich das eben. Weil rein mathematisch. Wenn ich eine 98% mit minus 2% annehme, einen Kompromiss mache von 100%, glaub mir, im nächsten Ring wird diese 2%, die werden 4. Von die nächste Gruppierung. Und von die dritte Gruppierung. Und die vierte. Und die. Irgendwann bist du mit Minus sogar unterwegs. So weit weg dann viel von der Wahrheit. Ich kann nicht von Anfang an als Scharia, als verantwortlicher Mensch, ja, dass Allah Ta'ala uns so ein Dien gibt, wo wir auseinandergehen können und letzten Endes am Ende gegeneinander. Wir verlaufen uns so viel, weil so viele Interpretationen und Jamaat, dass die am Ende drehen sich und gegeneinander sich auch noch fertig machen. Keine Kartei. Lass uns mal beobachten. Hatte ich ja auch in der Audiodatei gesagt. Was ist es, eine neue Sache, den Islam vorgerufen hat? Dass keine Gruppierung in einer Gruppe, in Dien gibt es? Oder war das so ein Gebot, wo Allah Ta'ala überall auch sein, von Sayyidina Isa, Sayyidina Musa, Sayyidina Ibrahim, ist das ein Gebot, der so für immer. Oder das neue Islam. Aber wir beobachten, wir kommen in Taha, Surat Taha erzählt uns über die Geschichte von einem Streit zwischen zwei Brüdern, Halbbrüdern, Sayyidina Ibrahim und Sayyidina Musa und Sayyidina Harun, wo ein Gebot gesagt worden ist,
Und wo Sayyidina Harun das Gebot gehalten hat, und wo Sayyidina Musa sich aufgeregt hat, warum hat er das so weit gelassen, dass eine Gruppe anfängt, diese goldene Kalb oder Kuh oder was auch immer anzubieten. Schirk oder nicht Schirk? Schirk pur. Gibt es irgendwie Interpretationen oder vielleicht wussten sie nicht? Nein, keine Ausrede, bil Jahl, gar nichts. Das ist eine klare Kufr. Dann sehen wir das Verhalten von Sayyidina Musa. Sayyidina Musa ist ein was? Prophet. Der wird von wem dann erzogen? Durch wem? Was? Durch Sayyidina Jibril. Er ist doch der Botschafter. Alle. Sayyidina Jibril ist der Botschafter vom Himmel zu den Propheten. Alle Propheten waren mit Sayyidina Jibril zu tun. Er war der Lehrer. Ne? Sayyidina Musa wird definitiv keinen Fehler machen. Geht er auf Sayyidina Harun los und zieht ihn von seinem Bart. Sagt zu ihm, was hat dich daran gehindert, wenn du siehst, dass die klare Kufr machen, sie davon fernzuhalten oder zu stoppen. Sagte, Sohn meines Mutters, nimm mich nicht von meinem Kopf und zieh nicht an meinem Bart, denn ich habe Angst gehabt, wenn ich sie gehen lasse, dass du zurückkommst und sagst, warum hast du eine Gruppe von Bani Israel gehen lassen? Also du hast die gruppiert, auseinandergenommen. Sayyidina Harun stellt jetzt gerade klare Kuff auf die Ebene von die Umma von Bani Israel zusammenzuhalten. Und die Ulama geben Sayyidina Harun auch keine Schuld. Also keine Fehler. Sayyidina Musa sowieso nicht. Weil es seine Scharia. Er kämpft für seine Scharia. Ja? Aber haben auch Sayyidina Harun keine Schuld gegeben. Oder falsch Fehlverhalten gegeben. Es ist nicht, dass auf dieselbe Stufe gestellt ist, aber dann letzten Endes in die anderen Umma vor uns, Bani Israel, die viel, viel länger gelebt hat wie wir. Ne? War das so, dass es auch so ein verpönter Gedanke ist? Und wenn es auch direkt in Vergleich mit Shit gestellt wird? Ne? Sehr wichtig, dass du eigentlich auch verstehst, wie du an Din, an Aqidah auch rangehst. Jetzt, warum ist diese Streiterei unter die Gruppen? Und in diese Gruppen leider, manchmal ist meine Neffe, manchmal ist meine Bruder, manchmal ist meine Cousine, manchmal ist meine, was auch immer. Ist ja nicht weit weg von mir. Aber irgendjemand von uns immer kennt bestimmt eine, der irgendeine von Gruppierungen kennt, wenn er nicht direkt selber kennt. Es ist so. Weil dann überlegst du, was bringt es dann dahin, dass diese Sache so eskaliert? Wir haben ja festgestellt, natürlich, weil man diese Meinung vertickt, dass Gruppierung in Islam in Ordnung ist und wäre in Ordnung. Jetzt haben wir festgestellt, das kann nicht in Ordnung sein. Tut mir leid. Wir können ja natürlich viel mehr Argumentation noch dazu sagen, aber jetzt ist nicht so wichtig. So, jetzt. Die streiten immer, weil die uns, die alle wollen uns sagen, so ist das richtig zu sehen, wie das islamische Welt aussehen sollte. Das Bild von Islam in der Welt, so soll das aussehen und dementsprechend, ich sage euch, gaukel euch vor, wie und der andere auch und der dritte sagt, nein, ich und der vierte sagt und die 70 und die 100 und die, was auch immer. Jeder sagt uns, wie das Bild in Islam aussehen sollte. Ihr versucht uns das zu erklären, weil Allah Ta'ala uns so gelassen hat nach dem Propheten, dass wir nicht wissen, wie es geht. Ist das so, dass es so denkt ihr, dass Allah Ta'ala so handelt? Die Umma vom Propheten so lässt, nach seinem Tod, nicht wissen, wie eigentlich das Bild von einem Staat oder ein Land an Islam, wie die aussieht? Und lässt das für Spekulationen, für jeder von uns spekuliert? Wer das sagt, ist erstens ein Jahil. Zweitens, er beleidigt Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Prophet.
Denn drittens, unabsichtlich, und das sage ich nochmal, betone ich, er widerruft das Koran. Wieso? Weil Allah Ta'ala sagt, Al-Yawma akmaltu. Heute habe ich euch eurer Dien. Allah Ta'ala sagt das. Du kannst nicht kommen und sagen, es ist nicht so. Das ist was, wenn du absichtlich machst und weißt, was das ist. Kuf! Du bist aus dem Milla raus. Ja, Schirka über Kuf. Du bist aus dem Milla raus. Du bist kein Muslim mehr, wenn du sowas sagst. Ja? Denn du wirfst Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Prophet Sachen vor. Aber das geht nicht. Was ist denn das Bild? Wie sollen sich die Muslime sich vorstellen, alle unter einen Schirm zu kommen? Das erste Sache, allererste Sache, hat der Prophet sallam in dem Hadith klargestellt, den ich euch mal auch mit euch mal bearbeitet habe. Wo er sallam gesagt hat, dass angekündigt hat, dass Zeiten kommen werden, wo die Führer der Muslimin streitig sind, erstens nicht zusammen, zweitens Zulm begehen. Zalimin sind. Weil das wäre der einzige oder der erste Punkt, wo man Kritik dann einsetzt. Weil die sollen nicht herrschen mit Zulm, mit Ungerechtigkeit. Ja? Von denen aus oder nicht? Eigentlich von denen aus. Die müssen gerecht sein, wenn die Herrscher sind. Paradoxerweise kommt Rasulullah sallam und erzählt uns dann dieser Hadith, dass es nicht so sein wird. Dass die alle Zalim sein würden. Oh. Was denn? Du, Rasulullah sallam, stimmt dich schon ein bisschen ein. Ja, dass du weißt, was auf dich zukommt am Ende der Zeit. Das heißt, erwarte jetzt nicht ein Umar oder ein Abu Bakr oder ein Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wer da sitzt, ist nicht Prophet, ist nicht Sahabi, ist nicht Sheikh al-Islam. Nein, ist er nicht. Es wird nicht passieren. Ich rede immer mit einer zu 99%. Wir lassen immer diese 1%. Wieso? Weil wenn da nicht ist, dann Allah Ta'ala nimmt die ganze Erde, macht der gar alles kaputt. Wenn diese 1% zu alle ähnlich wären, dann diese Erde existiert nicht. Wir können nicht existieren, weil es alle nicht existiert. Geht nicht. Diese Erde hat keinen Wert bei Mutter. Aber im Großen und Ganzen hieß das nicht, dass Umar ibn Abdul Aziz radiallahu anhu kam in eine Zeit, wo Rasulullah auch gesagt hat, dass die alle so Salimin sind, alle ungerecht sind von Bani Umayyah. Aber es kam unter den Umar ibn Abdul Aziz. Der absolute Gerechtigkeit in Person. In seiner Zeit sagen sie Wolf neben Löwe. Schaf neben Löwe. Und der greift ihn nicht an. So viel Barakallahu Ta'ala hat er abgesetzt. Keine Streit. Geld ist überfüllt in Baitul Mal. Dass alle Kosten von den Muslimen, egal wo, ja, die ganze Khilafa gedeckt wird und der verheiratet kann nochmal heiraten. So. So weit war das. Ja? Wieder die Zeit von der Osmanischen Khilafa am Anfang der Osmanischen Khilafa. Ja? Die Baitul Mal war voll. Überall wurde Geld geschickt an die Umma. Ja? Wenn ich sage, mehrheitlich, ist über mehrheitlich, ich meine nicht absolut, dass es nicht anders geht. Ja? Erstmal, Allah Tabaraka wa Ta'ala stellt dir ein Bild vor durch seinen Prophet, erzählt dir, dass am Ende der Zeit oder nach am Ende der Zeit erwartet nicht, dass gerechte Leute es dahin schaffen, sondern eher immer davon ausgehen, dass es Schlechten gibt. Heißt nicht, dass darunter in Abschnitten oder so manche kommen, die gerecht sind, doch. Aber das wird nicht der Fall sein für die ganze Umma. Das wird eine Ausnahme sein und wird auch bald wieder weg und Salim wird wiederkommen. Das so, wie wir das so mitkriegen, so wie das dann immer passiert. Aber das Bild von Anfang an ist kein islamisches, legitimiertes Bild. Dann will Allah Ta'ala dir sagen, dann erstmal lebe damit. Komm nicht hierher und sag, das ist der Zalim. Der ist ungerecht. Wieso? Weil die werden alle ungerecht sein. Wieso? Weil der Hadith das sagt. Wurde angekündigt. Ist nicht, ups, die ist da, du wirst es nicht davon. Nein.
Die wurde schon gesagt vor 1400 Jahren. Dass du jetzt gerade aufwachst, das ist jetzt nicht unser Problem. Und weil du schnell einfach irgendwas machen möchtest und irgendwelche Leute in Luft jagst und alles legitimierst, das ist nicht unser Problem. Ne? Aber das Bild ist klar für dich vor 1400 Jahren. Und sogar Zeiten, wo Sahaba gelebt haben. Dieser Zulm hat angefangen schon, wo Sahaba gelebt haben. Anfang von Sayyidina Umar schon, seine Zeit. Er wurde getötet am Ende. Ja? Er wisse, die Umma läuft dahin. Und je weiter weg du von Nubuwa, von Prophetentum bist, je weiter weg du gehst, heller wird die Licht, der Licht oder wird es wird dunkler. Wenn du von der Quelle des Lichts weggehst, je weiter weg du bist, je dunkler das wird. Und wir sind 14 Jahrhundert dahinter. Wie viel Minuten? 27,6. Was sind Hufas, weißt du? Ihre Gehirn ist fertig. Gib dir dein Gehirn. Versteht ihr das schon mal? Aber darauf musst du dich einstellen. Das heißt was? Diese Umma lebt in zwei Phasen. Eine Phase, wo Islam oben ist, herrschend ist, oder Phasen, wo Islam, ich will nicht sagen unten ist, weil Islam geht nicht, nicht herrschend ist. So, ja? Wo Islam herrschend ist, ist der Fiqh von einem Alim, von einem Faqih, sehr überlegend, sehr präzise, sehr genau, sehr konsequent. Wieso ist Frieden? Alle sind unter Islam. Aber in der Phase, wo der Islam nicht regiert, sage ich mal so, oder wo Islam entmachtet wird, sage ich mal so, ja, gehen die Fuqaha wieder einen Schritt zurück. Wieso? Weil so präzise und so offen und so was kannst du nicht werden. Weil qualitativ hast du die Voraussetzungen nicht mehr dafür. Im Gegenteil, deine Leute scheren aus Islam raus. Die versuchen irgendwie anderen zu imitieren oder nachzuleben. Verstehst du bitte? Wie die Umma heute. Die gucken den Westen an, als die nehmen ihre Werte von Westen. Nicht von ihrer Dien. Weil in so einer Phase gibt es eine Aufgabe. Und die andere Phase gibt auch eine Aufgabe. Die Aufgabe, wenn der Islam oben ist und bleibt und immer, inshallah, weißt du, wenn er da ist, denn du hast das zu schützen. Doch wenn er unten ist, oder wenn er im Schatten so ist, das ist die Zeit, wo die Umma weiß, ist eine Krankheit in die Umma, wir müssen arbeiten, Dawa machen. Weil deine Aufgabe in solcher Zeit nicht als Richter vor die Menschen zu stehen und zu sagen, der ist Kafir und der ist Muslim, der ist Salim und der ist gerecht, sondern deine Aufgabe ist, in diese Phase, wo die Umma im Schatten steht oder im Regen steht, so viel dich zu verausgaben, um die Leute zu vermitteln, wie wichtig, wie gut ihre Dien ist. Und die wichtigsten sind erstmal die Muslime. Nicht die Kuffar, sondern die Muslimin bedürfen viel mehr Dauer als die Kuffar, weil die sind ja schon Muslimin. Aber wieder mal, es geht nicht um einen Zähler, es geht um eine Waage. Das heißt, wir wollen qualitativ was werden, nicht quantitativ. Wir alle reden von 20, 30 werden die Muslimin oder 20, 50 werden die Muslimin hier in Europa, was weiß ich was, wie viele Millionen oder auf der Erde werden die zweitgrößte Religion dann letztendlich eintreten. Nun, ja, schön. Wir werden 2,1 Milliarden. Ja. Ja, toll. Die Christen werden 2,7. Ja, 2,1. Ja, und dann? Was meint ihr denn? Was wird dann passieren? Es wird so weitermachen sein, dass 2,1 auch komplett und es wird nichts anderes sein. Weil es geht nicht darum,
gesagt hat und wisst und werdet ihr, was wann ihr zwangsmäßig gegen eure Religion geführt werdet. Sagte der Sahabi zu ihm, Rasulullah, das wird passieren. Sagte, ja, das wird passieren. Sagte, warum, Rasulullah? Sind wir zu wenig? Sind wir zu wenig an Zahl? Nein, ihr seid so viel wie Regen. Aber nicht normal Regen. Wie Schaum. Nein, Rosa ist safe. Wisst ihr, wenn so ein Schauer richtig doll ist und diese spritzt, der sagt aus allem, ihr seid mehr als diese Spritzen sogar, weil die Spritzen sind mehr als ein Tropfen, dass die Tropfen kommt und dann macht mehr Spritzen. Ihr seid mehr als diese. Also das heißt, ja, wenn man sagen, dass damit gemeint ist, ihr seid sehr viel. Sehr viel. Es hat gar nicht mit eurer Zahl zu tun. Gar nicht. Ja. Das ist die Vorstellung. Aber wenn du nicht weißt, erstens, in welcher Phase befindet sich die Umma, das heißt, du kennst überhaupt, du kannst die Krankheit gar nicht diagnostizieren. Diagnostizieren. Wie kannst du Medizin geben denn? Wie willst du, dass ich dir hinterher sage, ja, Amin. Wie denn? Jeder schreibt mir irgendein Buch, jeder schreibt irgendein Ding, dann gehe ich dann mit ihm hin und seine. Ja, weil die Vorstellung nicht klar ist bei allen, die diese Menschen von Salaf nicht folgen wollen, trotzdem wollen. Weil das nicht klar ist, dann siehst du, dass die selber untereinander sich kaputt schlagen. Argumentativ jetzt. Jeder macht der andere richtig. Ah, du bist nichts und der andere, du bist nichts. Das ist eine Masse. Ich bin Ahlul Firqa Najiyah. Ist Firqa Najiyah. Ist Firqa Najiyah. MashaAllah. Alle Firqa Najiyah. Nur die Muslimen sind die Ahlul Jahannam. Er und seine Gruppen sind die Firqa Najiyah. Und der Rest der Muslimen, weil die nicht in die Jama'a sind, alle wo? Ja, weil es ist hier, wenn du der Firqa Najiyah bist, heißt die anderen sind alle in Jahannam. Ja, wenn die Dschihadis kommen oder wenn die Tabliris kommen oder wenn die Ikhwanis kommen oder wie auch immer von der Gruppe. Wenn die jetzt kommen und sagen, wir sind der Firqa Najiyah, wie unsere Gruppe, die diesen Stempel hat, ist der gerettete. Das heißt was denn? Im Umkehrschluss, dass alle anderen, die nicht, kein Firqa Najiyah sind, alle in Jahannam. Aber Allah Ta'ala hat entschieden, dass von die Umma 20, 30 Millionen, die diese Jama'a angehört, in die Firqa Najiyah sind und die ganzen Muslimin, die 1,3 Milliarden in Jahannam sind. Das werde ich glauben. Noch. Wenn nicht alle dasselbe sagen, das wiederholt sich so viel wie Jama'at gibt es. Versteht ihr, ich meine? Das heißt, du stirbst nicht nur einmal, sondern stirbst wie viel Mal. Das heißt, du von Ahlul Jahannam bist du wie viel Mal von Ahlul Jahannam? So viel wie Jama'at und Tariqa und was weiß ich, was gibt es. Die sortieren dich aus als Ahlul. Die sind Firqa Najiyah, diese Gerettete, mit unser Sheikh. Wir sind auf Kurs. Und die ganze 1,6 Milliarden, ja, die tun mir leid. Die umkehren Dien von Allah Ta'ala. Rasulullah Sallam sagt, Jama'a ist immer im Recht. Und die umkehren diese Prinzip. Wenn das mit Dalil ist, dann gehen die mit. Wieso? Weil Haqq und Batil kann man nicht durch, wer mehr und wer weniger. Wir wissen das in Aqida. Damit du keine Sache sagt, die widerspricht euch. Nein, alles gut. Die widerspricht uns. Die Schule ist fest. Es ist nicht so, sondern aber nur mit Dalil. Wenn die Mehrheit kommt mit Dalil für sie, dann sind die richtig. Wenn die Minderheit kommt mit Dalil ist für sie, dann sind die auch. Aber definitiv ist dieser Dalil nicht bei denen. Wieso? Weil die auch jeder sagt, dass es der Fall ist. Jeder von denen beansprucht, was Firqa Najiyah für sich.
Wenn das eins wäre, dann wäre das eins zu eins. Es hätte das Kraft gekriegt. Aber das ja, weil da ist nicht so ist, ja, dann weißt du, wenn das Grundkern so ist, wie kannst du denn Meinungen bilden, aufgebaut aus, auf Argumentationen von solchen Gruppierungen? Wie geht das denn? Wenn das Grundkern, der Grund, das Grundgerüst gar nicht steht, ja, wie kann ich denn ein Mas'ala jetzt holen und sagen, ist, sind die Führer von Muslimin, Kuffar oder Muslimin? Alles, was du jetzt angleichst, du hast keine Basis, du hast die Waage gar nicht. Wie willst du das denn ermessen? Da kommt was, deine Nafs und Hawa. Dann verlässt du Text und gehst du wo? Wo die Wege dich nehmen, damit du zu deinem Ziel kommst. Und machst du und suchst du für deine Taten Delil. Und das ist die zweite Sache, was, wo du sofort weißt, dass es Muqtada Adini bin. Ich gehe nicht mit dieser, ich höre nicht auf diese Leute. Dass die erstmal eine Theorie entwerfen und versuchen danach von Kitab und Sunna das zu beschmutzen. Aber von einem Hadith und einem Manhaj Salaf Salih wissen diese ganzen Tricks schon vor 2200 Jahren, 1100 Jahren. Wir wissen schon, wie diese Leute sind. Deswegen, noch und nöcher an Adilla, den wir reden können über diese Mas'ala, diese Gruppe oder nicht diese Gruppe, aber wenn du so eine bist, der tatsächlich so schielt mit seinem Herz, wisse, dass du musst sehr hart arbeiten, damit Allah Ta'ala dich wirklich in diese Manhaj dann hält, dass dein Herz versteht wirklich, was der Manhaj von Salaf Salih ist. Ja, weil dann, wenn du schielst, ist das ein Zeichen von Krankheit. Du hast irgendwas noch nicht verstanden. Ja, überkomm nicht und dann sag mir, die Jama'a Falaniya sagt, dass der und der Kafir ist. Oder die Jama'a Falaniya sagt, dass der und der Muslim ist. Oder die Jama'a Falaniya sagt, dass es Haram ist. Und die Jama'a Falaniya sagt, dass es Halal ist. Oder die Jama'a Falaniya. Überkomm gar nicht hin mit dieser ganzen Gelaber, weil du weißt ganz genau, das steht alles auf nichtig, ist nicht gestattet. Ja, ein Beispiel. Ist es gestattet, dass ein Mann mit einer Frau schläft ohne Vertrag, ohne Ehe? Alles, was danach entsteht, wird das von der Scharia anerkannt? Nichtig. Wieso? Aber das ist Fakt, das ist schon passiert. Und das Kind ist schon da. Und die Erbe ist da. Und was weiß ich. Und willst du jetzt als von Fiqh her, ich bleib stehen, ja, soll ich das dann legitimieren oder was soll ich machen? Es bleibt trotzdem nichtig. Fertig, ist nicht passiert. Laut der Scharia, alle Resultaten, was daraus entstanden ist, sind nicht da, existieren nicht. Die haben keinen Hukm in Scharia. Beziehungsweise, die werden einfach nur zu Baitul Mal, also das Haus der Muslimin, ja, der Khalifa oder der Amir oder soll damit das, der erziehen, also der Staat kommt auch für das Kind. Weder der Vater noch die Mutter. Er lebt bei seiner Mutter und alles, aber Vater ist nicht verpflichtet für diese ganze Sache. Wenn unsere muslimischen Schwestern wissen, dass wenn die sich begeben zu irgendwelche Sinne, Masail mit Brudern sogar zusammen, Muslimin, ja, wenn die wissen, was die eigentlich wie, was für ein Haqarat, ja, was für eine Erniedrigung die Scharia dafür, was sie sehen hat. Wallahi, die wird das nie machen. Ja, du hast null, du verschießt alle deine Rechte. Alle deine Rechte. Indem du mit einem Mann zusammen verkehrst, der nicht dein Mann ist. Ja, war sehr wichtig. Über alles, was aufgebaut ist, aus dir, diese Grundgruppierung zu haben im Din. Im Din und Islam, im Din Tawhid. Ja, der immer aufruft für eine Sache. Ja. Also aufrufen für Ramadan zusammen, aufrufen für Eid zusammen, aufrufen für Hajj zusammen, aufrufen für Gebete zusammen, aufrufen für Janaza zusammen. Ja. Dass mehrere Janaza gibt und mehrere Gruppen, das eine Janaza beten ist okay. Über das Bild in Islam, wann, und das ist dieses Missverständnis, was wir immer wieder versuchen, diese Leute einfach, die machen das vorsätzlich schon, sage ich schon. Die trotzen das einfach. Nochmal, das Bild ist, wie ist Gruppierung gemeint? Denn in Islam, was gestattet? Denn wenn alle Gruppierungen sind ein Auftrag von der Emir und alle unter der Führung der Emir sind.
Yani wenn morgen beispielsweise der nächste, der dichteste Beispiel ist jetzt Türkei, weil darüber ist ja sehr viel. Ja? Deswegen mag ich gerne diese Beispiel zu nehmen. Ein Beispiel, wenn morgen, wer ist der Amir in der Türkei? Tayyip Recep Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. So, fertig, das ist der Präsident. Er ist der Amir von dem Land. So, am Morgen der Amir aufsteht und sagt, passt mal auf, ich möchte gerne Tashkilat haben. Gruppen haben. Die soll das machen und 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 die sollen überlegen, was für Strukturen, wie die das dann vorgehen wollen und dann mir dann sagen, ich sage ja oder nein. Und wenn das so funktioniert, wie Rasulullah s.a.w. es auch gemacht hat, alle unter seine Imara, dann diese Gruppierungen sind gestattet in die. Weil das ist ja keine Gruppierung. Das ist eine Arbeitsverteilung. Dumpfköpfe. Das ist eine Arbeitsverteilung. Das werden die Tariqa niemals machen. Das ist als anders, wenn es Arbeitsverteilung ist. Trotz, dass jeder von denen hat sein Amir. Die Gruppen. Weil der Tayyip ist ja nicht da. Regionalleiter. Sogenannte heute Regionalleiter. Die Baschkane. Ja? Wenn die werden alle komplett Strukturen haben, komplett Vorgehungsweise haben, die werden den Amir haben, die werden eigene Schura untereinander bilden. Es kann komplettes Umma daraus entstehen, von mir aus. Aber die letzte Entscheidung ist wo? Nee. Wenn so Gruppierungen alle wieder sich treffen bei der Amir, hat die Umma sich gestritten oder ist die Umma immer noch eins? Dieses Bild. Wir sind dafür. Wir haben kein Problem, dass Leute für Tablieren gehen, Gruppe, wenn der Amir sagt. Aber ich darf kein Problem, wenn Leute sagen, zum Dschihad oder zu Elm machen. Wir haben kein Problem. Weil alle unter seinen Führung. Dabei ist Salim! Trotzdem. Wieso? Weil wir wissen, falls das so ist, aus was man schon ist, gibt sein Recht und fragt Allah dann nach eurem Recht. Ja? Das ist diese, was die immer sagen, ihr redet mit uns Betäubungsspritzen. Ja? Betäubungsspritzen macht ihr euch selbst. Ja, diese Akide von dieser Ritt, das ist so, wird einschlafen. Nee, das ist das so wahr. Dien und so ist Dien. Und dass du ein Rebell bist und weil du irgendwelche Komplexe hast, als du klein warst und versuchst du diese Komplexe jetzt hier auf uns hier aufzusuchen, das tut mir leid für dich. Wirklich. Aber trotzdem für mich bist du nicht normal. Und ist von mir nicht erwartet, dass ich dann hinter so jemanden dann herlaufe dann auch noch. Dass du mich beschimpfst, okay, das weiß ich auch. Das weiß ich auch. Weil wenn mein Sohn mir sagt, Aberti, du bist ein Esel, er weiß gar nicht, was Esel ist. Ich bin Esel. Ja, okay, ich bin Esel. Mit dir mache ich genau dasselbe. Du bist nicht beim Verstand, du verstehst nicht, was Liebe ist. Und komm mir nicht hier und sag mir, oh, ihr habt keine Bild zum Realität, seht ihr nicht mehr. Wir sehen die Realität richtig. Nicht die Mubtada. Und letzten Endes sage ich auch wieder, es ist auch ein Unterschied zwischen, dass wir die Manahij von denen nicht unterstützen und dass wir die einzelnen Personen gut behandeln und so als Muslimin. Aber das sind auch Muslimin letzten Endes. Ja? Und solange die Bid'a jetzt nicht gravierend in der Aqidah ist, dass die wirklich komplett abgehen, ja? Denn wir sind immer noch für uns ja nicht tolerierbar, sage ich mal. Weil viele Brüder haben auch Konflikt mit dieser, wie soll ich das denn schaffen? Der eine sagt, ich will mit dieser Leute nichts zu tun haben, der andere sagt, ich grüße die nicht mehr, der dritte sagt, ich schau die ja, in die Fresse und der dritte sagt, nein, ist gar nicht. Die sind ganz normale Muslimin, so einfach nur wisse, dass, wie, wenn du Krankenbesuch machst, wie lange bleibst du beim Krankenbesuch? Nein, so, du gehst jemanden zum Krankenbesuch, wie lange? Eine Stunde. Ja, wenn du gehst, und Bruder ist krank, du gehst ihn besuchen, eine halbe Stunde oder so. So dementsprechend bei diesen Leuten. Ja. Schenke denen auch nur die halbe Stunde und gut ist. Weiter. Muss nicht, wenn das 5 Minuten ist, das 5 Minuten. Wenn Assalamullah ist, Assalamullah und gut ist. Ja? Aber wenn du bei einem Kranken bist, ja, lass das von dieser Hinsicht, du besuchst deine kranke Bruder. Und Jeddah zu machen, hat auch keinen Sinn, dass wir diskutieren. Die Wahrheit ist so klar, wie der Ulema gesagt haben, es ist keine gute in Menschen mehr,
wenn man ein Delil braucht, dass die Sonne scheint. Ja? Wenn du vor, unter die Sonne sitzt und stehst und siehst die Sonne so und ich muss dir erklären, dass die Sonne, beweisen, dass die Sonne da ist, dann ist in dir ist irgendwas nicht richtig. Ja? Wenn wir jetzt noch Delil geben müssen, dass wie die Sonne klar ist, ne, dass die Manhaj von Rasulullah und die Sahaba so sonnenklar ist, wie Rasulullah auch gesagt hat, ja? Und du machst mir das strittig, dann ist auch kein Khair, dass ich dir das auch beibringe, brauche ich jetzt nicht. Nicht unbedingt. Und Allah subhanahu wa ta'ala uns von euch festigen.